Ja, das Menü der Zukunft ist natürlich nachhaltig. Das Menü der Zukunft ist mehr pflanzenbasiert und ist regional und saisonal orientiert. Wir haben uns mit dem Nutrition Hub, Deutschlands größtem Netzwerk für Ernährungsfachkräfte, zusammengetan. Und diese große Datenbank haben wir angezapft. Diese Experten haben nicht nur erzählt, welche Trends sie in Zukunft sehen. Nachhaltige Ernährung gehört natürlich dazu. Sondern wir haben sie auch gefragt, stellt euch vor, ihr geht mal in die Zukunft. Schaut euch um, wie sieht denn eure Zukunft der Ernährung aus? Da ist ganz viel an Infos zusammengekommen. Und es gibt drei Schwerpunkte, die wir rauskristallisiert haben. Und die haben wir dann in ein Menü der Zukunft verpackt. Der erste Gang ist, Essen ist Genuss und Gemeinschaft. Also die Zukunft der Ernährung ist sehr genussvoll. Man isst mehr in Gemeinschaft, empfindet das auch so. Und was ich ganz wichtig finde, dass Ernährungsbildung in dieser Zukunft auch eine große Rolle spielt. Jedes Kind lernt kochen, jede Schule hat einen eigenen Schulgarten. Also so diese Kompetenz, sich selber was zu essen zu machen, ist ganz wichtig. Da muss man natürlich die ganze Schule in den Blick nehmen. Einmal ist es natürlich die Ernährungsbildung. Welche Möglichkeiten habe ich? Den Umgang mit Lebensmitteln, Kenntnisse darüber, Kompetenz, sich selber was zu essen zuzubereiten, in den Unterricht zu integrieren im Rahmen der praktischen Ernährungsbildung. Aber Schule ist ja mehr als Unterricht. Schule ist ja auch ein Lebensraum. In der Schule, wenn es eine Ganztagsschule ist, bekommen die Kinder auch etwas zu essen. Und da muss das, was in der Verpflegung angeboten wird, in der täglichen Schulverpflegung auch zu dem passen, was in der Ernährungsbildung vermittelt wird. Also eine pflanzenorientierte Ernährung, die orientiert ist auch an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass die Schüler natürlich auch genug Zeit haben, um dieses Essen auch zu essen. Also so das ganze Schulleben, Schule als Gemeinschaft, wo die Schüler auch Mitwirkungsmöglichkeiten haben, was das Essen angeht, dass sie sich da beteiligen können vielleicht oder dass es Schülerfirmen gibt, wo Schüler auch für sich selber kleine Snacks zubereiten. Also es gibt vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Das muss eine lebendige, nachhaltige, gesundheitsorientierte Schule sein und das ist dann auch eine Schule für nachhaltige Entwicklung. Das Hauptmenü ist dann Blick auf die Lebensmittelwirtschaft. Das heißt, wie werden in Zukunft Lebensmittel produziert? Und da ist es weniger Gewinnorientierung als Orientierung an Transparenz und Nachhaltigkeit. Und was ich auch interessant fand, der Hinweis, dass es dann auch keine an Kinder gerichtete Werbung mehr gibt für Lebensmittel, die eigentlich zu süß, zu fettig, zu salzig sind. Und den dritten Schwerpunkt fand ich auch ganz spannend, da geht es um das Essen in die Stadt zurückholen. Also dass Lebensmittel mehr im Umfeld oder auch direkt in der Stadt produziert werden. Rooftop Gardening, also der Salat, der auf dem Dach des Supermarktes wächst. Also dass Transportwege einfach kürzer werden und wir uns das Essen wirklich mehr in die Stadt holen, um auch hier Nachhaltigkeit noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Sodass wir eine sehr bunte, vielfältige und genussvolle Zukunft der Ernährung erwarten aus Sicht der Experten.